Die vierte Season von Call of Duty Modern Warfare 2 hat begonnen und bietet wie gewohnt im Battle Pass zwei neue Waffen. Einmal eine MP, die ISO 45, und dann noch ein Sturmgewehr, die Tempus. Zusätzlich gibt es eine Nahkampfwaffe über das Event und in Season 4 Reloaded wird eine Shotgun hinzugefügt, wo der Name noch nicht bekannt ist. Mit dem Start von Season 4 erhalten wir auch eine brandneue Resurgent Map namens Wondell. Diese Map befindet sich in den Niederlanden und ist in etwa zwischen Al-Masrar und Ashika Island in Bezug auf ihre Größe angesiedelt. Es wurden insgesamt 6 neue Maps eingeführt, darunter befinden sich 2 6 gegen 6 Maps, 2 Bodenkrieg-Maps und 2 Gunfight-Maps. Natürlich gibt es auch neue Modis für den Modern Warfare 2 Multiplayer und auch für Warzone 2. Zusätzlich zu den Maps und Modis gibt es auch neue Features, wie zum Beispiel ein neues amphibisches Fahrzeug, neue Kisten, aus denen ihr euer bevorzugtes Loadout bekommen könnt, dynamischer Nebel, der hauptsächlich auf der neuen Map vorhanden sein soll, sowie eine neue Feldausrüstung, die es euch ermöglicht, eure Teammitglieder zurückzubringen, aber auch auf der Map sichtbar sein wird. Wie immer in Call of Duty gibt es auch in Season 4 einen neuen Battle Pass. Der Battle Pass kostet 1100 CP Points, das sind ungefähr 10 Euro, oder seit Season 3 wird das neue Battle Pass Bundle durch Black Cell ersetzt. Black Cell wird 29,99 kosten und wird alles erhalten, was im Battle Pass vorhanden ist, sowie einige zusätzliche Inhalte. Ob das den Preis jetzt rechtfertigt, sei mal dahingestellt, denn keine der beiden Battle Pass Versionen haut uns diesmal von den Socken. Generell sieht es für unseren Geschmack für Modern Warfare 2 etwas zu farbig aus und würde in Sachen Waffen und Operator Skins doch eher zu Black Ops passen. Die Waffen Quon Squall und die Tech 9 haben wirklich ordentlich reingehauen. Mal schauen, ob die Season 4 Waffen da mithalten können. Und zusätzlich mit der neuen Season startet auch ein neues Event mit der Community. Gerne lasst uns eure Meinung zu der neuen Season 4 in den Kommentaren wissen.